Ich lenke ihn ab und schnappe ihn die Diamanten, akzeptiere stattdessen seinen Plan zu folgen. Sollen wir es mal versuchen? Ich meine, hey, wir sind halt immer noch Meisterdieb, oder? Ich atme tief durch und starre Hunter direkt in die Augen, während ich mich auf das vorbereite, was ich jetzt tun werde. Er hebt seine Augenbraue, sagt aber nichts. Bevor er merkt, dass etwas nicht stimmt oder ich genug Zeit habe, um es mir anders zu überleben, packe ich ihn am Reverse seines Anzugs, keine Ahnung, was das ist, und ziehe ihn zu einem Kuss herunter. Er ist für etwa eine Sekunde erschrocken, aber dann fängt er an, mich zurückzuküssen. Ich spüre, wie seine Hände meinen Rücken heruntergleiten und mich näher heranziehen, bis unsere Körper gegeneinander gedrückt werden. Ich habe gesehen, wie er den Diamanten in seine Jacke gesteckt hat, also muss da drin eine Tasche sein. Mit etwas Mühe schiebe ich eine Hand darunter und beginne zu tasten. Hunter scheint es nicht zu merken, oder er ist nicht besorgt darüber, dass ich eigentlich versuche, die Diamanten zu finden, und er gibt einen anerkannten Summ von sich. Ich bin fast außer Atem, als ich etwas Hartes und Scharfes spüre. Entschuldigung. Das kann man jetzt aber auch ganz falsch verstehen, wenn dahinter nicht noch stehen würde, es ist der Diamant. Aber vielleicht nennt er sein bestes Stück ja auch so. Ach, das... Okay, hart und scharf. So, jetzt aber. Es ist der Diamant. Ich schließe meine Hand darum, sodass, wenn Hand da weggeht, ich derjenige bin, der ihn festhält. Darauf stehst du also, wilder Bub. Die Zerstörung, die Gefahr, einen unglücklichen und vorzeitigen Tod zu begegnen. Wenn dich Adrenalin so anmacht, hättest du es mir vorher sagen können. Ich habe da nämlich so ein paar Ampullen dabei. Die Erkenntnis scheint ihn in diesem Moment zu treffen und er schaut nach unten, während ich überrascht seine Jacke abklopfe. Hey, das ist nicht fair. Was ist los, Agent? Ich dachte, das ist genau das, was du wolltest. Nun, ich habe die Diamanten. Jetzt also kannst du mich genauso gut arbeiten lassen. Es sei denn, du kennst lange genug aufhören, mit deinem Schwanz zu denken, um zu versuchen, ihn zurückzubekommen. Hunter seufzt resigniert und als er einen Schritt zurücktritt, um sich neben mich zu stellen, hält er seine Hände vor sich, als ob er seine Niederlage eingestehen würde. Vermutlich, damit er die Diamanten im Auge behalten kann, während er beobachtet, was ich tue, oder aber ohne mir in die Quere zu kommen. Ich nehme meine Uhr ab, öffne sie und reiße das Kabel raus, das den Strom der Batterie auf den Laserstrahl leitet. Die Batterie besteht aus einem kleinen Quarz, der kaum größer ist als ein Reiskorn. Wenn man ihn herausnimmt und stattdessen den Diamanten verbindet, wird die Uhr überlastet und explodiert. Ich arbeite noch ein paar Minuten daran und als sie fertig ist, gehe ich zur Tür und lege die Uhr auf den Boden. Sobald ich den Knopf drücke, dauert es etwa eine Minute, bis die Uhr überhitzt ist. Wenn du etwas Dummes tun willst, wie zum Beispiel in der Nähe stehen, sei mein Gast. Aber ich schlage vor, dass du dich fernhältst. Hunter nickt leise, bevor er noch ein paar Schritte zurückgeht. Nachdem ich den Knopf gedrückt habe, laufe ich zu seiner Seite. Die Metalloberfläche der Uhr beginnt langsam rot zu werden, während sie sich erwärmt, und es dauert nicht lange, bis das Licht, das eine Fehlfunktion anzeigt, zu blinken beginnt. Sobald Rauch austritt, ist es eine Frage von Sekunden, bis die Uhr endlich explodiert. Die Explosion reißt die Tür vollständig aus dem Rahmen und teilt sie in Wesentlichen in zwei Teile. Sie entfernt außerdem genug von den Trümmern, um den Weg in die Lobby frei zu machen. Wir warten im Moment, um sicherzustellen, dass es sicher ist, sich zu nähern. Als nichts passiert, gehen wir näher und schaffen das, was noch übrig ist, aus dem Weg. Meine Uhr ist zerstört, aber genau wie ich es vorher gesagt hatte, ist der Diamant in einem freien Zustand. Es hat funktioniert. Klingt nicht so überrascht. Natürlich hat es funktioniert. Verschwinden wir hier, bevor noch etwas passiert. Alles in allem ist die Lobby in wirklich gutem Zustand und die Teile, die am meisten von der Explosion betroffen waren, waren die Decke und die Seiten des Gebäudes. Der Eingang selbst ist wirklich schmutzig, der Boden voller Betonstaub und der Großteil der Dekoration ist darauf gefallen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Aber im Gegensatz zu dem, was ich gehofft hatte, scheint sie nicht leer zu sein. Da kommt ein Geräusch von der anderen Seite des Flurs, es klingt nach Schritten und sie kommen näher. Hunter legt seinen Arm gegen meine Brust, um mich zurückzudrängen, und wir warten beide still, bis wir eine bessere Vorstellung davon bekommen, zu wem die Schritte gehören. Boss, bist du hier? Ist der Handlanger.
Während ich einen Seufzer der Erleichterung ausstoße, spüre ich, wie Hunter sich verspannt. Er muss sich wirklich sicher gewesen sein, dass einer seiner eigenen Leute zuerst auftauchen würde. Sobald der Handlanger mich sieht, kommt er in meine Richtung. Er hält kurz davor inne, mich zu berühren, und ich merke, wie schrecklich ich aussehen muss, weil er nur irgendwie mit den Händen über mir schwebt, bevor er sie runternimmt. Boss, es geht dir gut, Gott sei Dank. Sphinx ist schon krank vor Sorge, er wollte sogar selbst herkommen. Ich kann mir kein einziges Szenario vorstellen, in dem das gut ausenden würde. Aber das hat er nicht getan, oder? Nein, nein. Wir haben ihn überzeugt zu bleiben, nur für den Fall, dass du es selbst geschafft hast, hier rauszukommen. Außerdem haben wir angenommen, dass du die Dinge jetzt nicht erklären willst. Gut, wo sind die anderen? Ich bin allein. Jede weitere Person hätte bloß die Polizei alarmiert. Sie sind noch nicht da? Nein, aber sie sind auf dem Weg. Sie haben die Schließung der naheliegenden Straßen und der Autobahn vorangegeben. Es hat eine Weile gedauert, bis sie gemerkt haben, dass du nicht entkommen bist. Moment mal. Du kennst Sphinx? Hunters Augen weiten sich, und ich bin etwas stolz darauf, dass die bloße Erwähnung des Namens meines Onkels immer noch diese Art von Reaktion bei Agenten auslöst. Ich wette, darüber würdest du gerne mehr erfahren, nicht wahr? Ja, ich kenne Sphinx, den Rest behalte ich für mich. Die Vorstellung, eines Tages für denselben Gesichtsausdruck zu sorgen, gibt mir ein warmes Gefühl. In dem Moment scheint der Handlanger endlich die Anwesenheit von Hunter zu bemerken und schiebt ihn zur Seite und stellt sich zwischen mich und ihm. Ich hebe eine Hand, damit er sich zurückzieht. Lass ihn. Im Moment will ich nur so schnell wie möglich raus hier. Außerdem hat der Agent versprochen, keine Dummheiten zu machen. Ist es nicht so? Hunter nickt halbherzig, und der Handlanger geht nach vorne, während sie einen Blick austauschen. Dann geh voran. Die Atmosphäre ist plötzlich sehr angespannt, und ich habe den Eindruck, dass mir etwas entgeht. Es ist wahrscheinlich nur meine Einbildung. Ich bin müde, hungrig und einfach nur krank von dieser ganzen Situation. Nicht gerade der beste Zeitpunkt, um dem Bauchgefühl zu vertrauen, das ich vielleicht habe. Wir folgen dem Handlanger, bis wir den Hinterausgang erreichen, zu einem Bereich des Museums, der zum Be- und Entladen dient. Das Fahrzeug steht draußen, direkt hinter dieser Tür. Weiter gehe ich nicht. Es wird für keinen von uns beiden gut sein, wenn sie uns zusammen sehen. Auf Wiedersehen, Doktorchen. Hunter nimmt meine Hand und schüttelt sie. Es ist eine freundliche, aber ziemlich unpersönliche Geste. Ich finde das sogar übelst weird, auch wenn er jetzt auf ihn steht, dass er ihn für seinen Erfolg gratuliert als Agent oder als Geheimagent. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn man bedenkt, wie er sich in den letzten Stunden verhalten hat, bin ich eigentlich mehr überrascht von der Tatsache, dass er nichts anderes tut. Es sieht aus, als würde er gleich etwas anderes sagen, aber stattdessen dreht er sich einfach um und geht. Was ist los? Vor ein paar Minuten konnte er nicht seine Hände von mir lassen. Aber er hat jetzt nicht den Diamanten, der Sack, oder? Ich schätze, er hat recht, misstrauisch zu sein. Wenn ich vorhatte, ihn irgendwie in eine Falle zu locken, wäre das der perfekte Moment dafür. Aber so neugierig ich auch bin, es ist mir nicht wichtig genug, ihn aufzuhalten oder ihn zu fragen, was er vorhat. Es ist ja nicht so, dass er einfach durch die Vordertür raus kann. Und solange ich weg bin, wenn er etwas tut, wird es nicht mein Problem sein. Ich verschränke meine Arme, beobachte, wie er weggeht, bis er aus meinem Sicht verschwindet. Gut. Er ist endlich gegangen. Was für ein nerviger Mann. Kannst du glauben, dass die Art von Leuten ist, die Global einstellt? Warum hat die Liga noch gleich Probleme mit denen? Ich lasse ein erzwungenes Lachen heraus und versuche, die Stimmung zu lockern. Der Handlanger hält inne, dreht sich um und starrt mich schweigend an. Abgesehen von der Ernsthaftigkeit der Sache hat sein Gesichtsausdruck etwas wirklich Merkwürdiges. Was ist los? Er steckt eine Hand in seine Jacke und beginnt nach etwas zu suchen. Fürs Protokoll. Es ist nichts Persönliches. Du warst nur am falschen Ort zur falschen Zeit. Das ist alles. Wovon redest du? Bevor ich merke, was er tut, zieht er eine Waffe und richtet sie auf mich. Die Tatsache, dass es nicht die Waffe ist, die die Handlanger gegeben wird, verstärkt nur meine Verwirrung. Als ich einen Schritt zurücktrete, rast mein Verstand, um eine Erklärung zu finden und einen Ausweg. Wenn du nicht so stur wärst, hätte das vielleicht anders enden können. Ich habe mein Bestes getan, damit es nicht dazu kommt, aber du wolltest es einfach nicht. Du wolltest einfach zuhören. Du musst einfach bleiben und den Diamanten holen, oder?
Ich bin zu müde und habe nicht genügend Tiefenwahrnehmung, um rechtzeitig zu reagieren. Zum Glück erschießt er mich nicht. Stattdessen macht er einen Schritt nach vorne und schlägt mir mit dem Kolben die Waffe so hart ins Gesicht, dass ich auf den Boden falle und mich vor Schmerzen krümme. Ich lege eine Hand gegen mein Gesicht, um zu verhindern, dass das Blut von meiner Stirn in mein gutes Auge läuft. Es ist eine sinnlose Anstrengung und zwischen dem Blut und der Schwellung verschwimmt meine Sicht schnell. Du Mistkerl. Und wisst ihr, was mir jetzt gerade einfällt? Beim ersten Durchlauf hatten wir doch, dass der KGB-Typ ihn erkannt hat als ehemaligen, sag ich mal, Mitarbeiter vom KGB, der eigentlich ein Überläufer ist. Wird es jetzt vielleicht so sein, dass er mit dem anderen Russen zusammengearbeitet hat und die das Ding nach Mütterchen Russland wieder zurückbringen? Erfolgreich? Das wäre eigentlich echt kacke, aber es ist trotzdem was Schönes, Überraschendes in dem Spiel wieder. Also, kam jetzt hier noch nicht so oft vor, leider. Aber ich werd am Ende, glaube ich, vom Let's Play eh noch meinen Senf dazu geben. Deswegen, ja, ich werde mich jetzt mal nicht damit vertiefen. Ich werde dich nicht töten, um der alten Zeiten willen. Du bist so inkompetent, Keegan, aber du warst kein schlechter Boss. Ich wurde schon viel schlechter für viel weniger behandelt. Du hast 7 Minuten, bevor dieser Ort voller Polizei ist. Etwas weniger für die Global Agenten. Ich würde sagen, um die 3. Du kannst entweder hier bleiben und dich verhaften lassen oder versuchen zu entkommen. Was auch immer für dich in Ordnung ist. Ich heb den Kopf und er entsichert die Waffe als Warnung für mich, unten zu bleiben, bevor er anfängt, in die gleiche Richtung zu gehen, in die Hunter verschwunden ist. Also, wo ist Agent Hunter hingegangen? Als der Handlanger weggeht, kann ich nur daran denken, dass er für mich absolut keine Möglichkeit gibt, das alles meinem Onkel zu erklären. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, was zum Teufel gerade passiert ist und wie es mit mir zusammenhängt. War er die ganze Zeit ein Maulwurf und keiner von uns hat es bemerkt? Wusste Hunter das? Und hat er deshalb plötzlich angefangen, sich seltsam zu verhalten? Ich warte, bis ich den Handlanger nicht mehr hören kann. Dann stehe ich auf und schaffe es sogar, mein Gleichgewicht lange genug zu halten, um mich an die nächste Wand zu lehnen, um sie als Stütze zu benutzen, während ich gehe. Als ich mich der Tür nähere und leise hoffe, dass es da draußen eine Art Fahrzeug gibt, das ich benutzen kann, höre ich das Geräusch von Polizeisirenen in der Ferne. Oh. Oh. Ende? Fragezeichen schon wieder. Okay, das wäre jetzt eine sehr, sehr kurze Folge. Das wäre jetzt echt eine sehr, sehr gute, aber lass mich mal ganz kurz mal gucken. Warum immer diese abrupten Enden? Ach, Mann. Aber ja. Ah, warte mal. Guck mal bei Galerie. Hier habe ich auch kein. Warum habe ich hier keinen weiteren Zugriff? Ich dachte, hier kommt noch Zugriff. Wenn ich hier drauf. Okay, das sind bloß die Bilder, aber die ändern sich ja nicht. Okay, das ist komisch. Ich dachte, ich kriege jetzt mit der Story Zugriff. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich mache ja Let's Plays immer so, dass ich halt auf die Uhr kieke, ne? Und theoretisch müssten noch so ungefähr 7 Minuten fehlen. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Doof jetzt. Das ist wirklich doof jetzt. Mach ich denn jetzt? Pass auf, Idee. Ich mache hier einen kurzen Cut. Ich würde mal spaßeshalber die Geschichte noch mal ein bisschen weiterspielen. Aber diesmal gucken, was passiert, wenn wir Sergei da rausholen, oder? Dann wird die Folge vielleicht noch ein bisschen länger. Vielleicht mache ich da noch eine Folge, wo wir vielleicht dann den Hunter bei uns sitzen haben. Es gibt ja halt eh noch mehrere Möglichkeiten. Also, ja, komm. Da mache ich jetzt kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich mit Sergei wieder. Also, bis gleich. Hi, da bin ich wieder. Und wie gesagt, ich habe jetzt schnell vorgespult, mehr oder weniger, war eigentlich echt richtig fix gewesen. Es hat bloß 3 Minuten weiterklicken gebraucht, um wieder an der Stelle zu sein. Und ich habe mich jetzt in der Lobby dafür entschieden, auch mit Hunter zu flirten, weil ich weiß nicht genau die Entscheidung, wie die alle zusammengehören.
Wir gucken einfach mal so. Der Russe zieht mit einer schnellen Armbewegung den Vorhang zur Seite und hält den Diamanten in der freien Hand, als er hinter dem Vorhang hervorgreift. Ich eile zum Ausgang und stelle mich zwischen ihn und die Lobby. Er starrt mich mit seiner Mischung aus Ungläubigkeit und Verärgerung an, als ob meine Anwesenheit bis zu diesem Moment nichts Bemerkenswertes gewesen wäre. Er steckt den Diamanten in seine Jacke und verschränkt die Arme. Ich habe nichts mit dir zu tun. Ich bin nur wegen des Diamanten hier. Ja. Zum Glück, denn ich bin auch deswegen gekommen. Und ich war als erster hier. Wenn du dich nicht sofort bewegst, werde ich dich bewegen. Der Ton seiner Stimme lässt mich zögern, aber ich stehe meinen Mann. Er kommt einen Schritt näher, aber bevor er seine Drohung wahrmachen kann, werden wir durch ein knurrendes Geräusch unterbrochen. Wer war das? Er hält an und wir beide sehen auf. Es entstehen Risse. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen schneller mache, bitte nicht böse sein, aber das hatten wir ja heute schon, glaube ich. Oder gestrigen Folge. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich es geschnitten habe. Oder wie ich schnell ihn werde. Ich sauge Luft ein und vermute, dass der Ende des Russen sein wird. Aber sobald... Spalte der Beton in zwei Hälften. Oh! Oh, scheiße. Warte. Kurz, dann kam er hier zurück. Deswegen, dass ich eine gute Idee war, alleine zurückzubleiben. Was? Ich verschwinde hier? Es ist näher und lauter als er, genau. Entweder ich bleibe und versuche, den Diamanten zu bekommen, oder ich verschwinde. Ich verschwinde von hier. Die Situation wird immer schlimmer und je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger glaube ich, dass es eine gute Idee war, allein zurückzubleiben. Während ich meine Möglichkeiten abwäge, löst sich ein großes Stück Beton von der Decke genau dort, wo der Russe steht. Anstatt sich zu bewegen, bleibt er an Ort und Stelle und hebt seinen Arm und blockiert damit den Fall des Beton. Ich sauge die Luft ein und vermute, dass das Ende des Russen sein wird, aber sobald er ihn trifft, spaltet sich der Betonblock in zwei Hälften. Was zum... Wie zum Teufel hat er das gemacht? Der Russe braucht einen Moment, um zu reagieren. Sobald er das tut, stürmen wir beide so schnell wie möglich los und drängen uns praktisch gegenseitig durch die Tür. Sie knallt hinter uns zu und wir taumeln vorwärts, während das Gebäude heftig wackelt. Ich erreiche den Anfang der ersten Stuhlreihe, bevor ich stolpere und zu Boden falle. Der Russe geht an mir vorbei, ohne sich auch nur eine einzige Sorge um meine Situation zu machen. Ich bleibe auf dem Boden liegen und bedecke meinen Kopf mit den Händen, falls noch etwas von der Decke fällt. Zum Glück passiert nichts. Nach ein paar Sekunden ist alles vorbei und ich stehe so vorsichtig wie möglich auf, gerade noch rechtzeitig, um den Russen zur Tür gehen zu sehen. Und wie er plötzlich dagegen schlägt, sodass ich fast vor Überraschung zusammenzucke. Die Tür biegt sich leicht, was an sich schon recht beeindruckend ist, aber sonst passiert nicht viel. Unter anderen Umständen würde mein Verstand noch Erklärung für den Russen suchen, aber im Moment bin ich mehr auf die Tür konzentriert. Museumstüren sind normalerweise nicht so stabil, also muss auf der anderen Seite etwas sein, das Druck auf sie ausübt. Wahrscheinlich ein Stahlträger. In diesem Fall können wir das Gebäude nicht mehr dadurch verlassen. Ich bin so in Gedanken versunken, dass ich nicht merke, wie er umdreht und näher kommt, um mich am Kragen meines Hemdes zu packen und gegen die nächste Wand zu werfen. Du hast 10 Sekunden, um zu erklären, was passiert ist. Bevor ich beschließe, dich zu töten. Ich fange an, mit den Händen zu winken und versuche, ihm klarzumachen, dass er mich zu fest packt, als dass ich versprechen könnte. Er scheint dies zu erkennen und lockert seinen Griff etwas gerade genug, damit ich tatsächlich Worte rausbekomme, aber ich immer noch Schwierigkeiten beim Atmen habe. Ich kann es nicht erklären, wenn ich nicht atmen kann. Und dann schlage ich vor, dass du redest, bevor dir die Luft ausgeht. Ich lasse einen erstickenden Husten raus. Die Bomben waren allesamt Attrappen. Ich hätte sie nicht auslesen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Er lässt mich los und tritt einen Schritt zurück, um mir etwas Raum zu geben. Ich falle hin und schaffe es gerade so, mich an der Wand abzustützen. Ich nehme mir einen Moment Zeit zum Verschnaufen und reibe meinen Nacken beim Aufstehen. Und woher weiß ich, dass es nicht einer von deinen Leuten war? Du hast ihn Blendgranaten geworfen, nicht wahr? Es ist deine Schuld, dass wir überhaupt hier sind. Hättest du mich nicht unterbrochen, wären wir jetzt alle zu Hause. Hättest du einen besseren Geheimnis, wärst du nicht hier. Wer auch immer ihn dir besorgt hat, hat genauso schlechte Arbeit geleistet wie die Amerikaner. Wie bitte? So wie ich das sehe, sind wir zu zweit hier drin gefangen. Du musst ein sehr schlechter Agent sein, wenn du in dieser Situation steckst, obwohl du einen besseren Geheimdienst hast. Er verschränkt die Arme und runzelt die Stirn. Das befriedigt mich irgendwie auf eine selbstgefällige Art und Weise. Ich drehe mich um und gehe weg und versuche mich an andere Ausgänge zu erinnern. Meine erste Idee ist es, die Bühne zu erklimmen, um zum Bühneneingang zu gelangen, aber ich verwerfe sie, sobald ich merke, dass dort zu viele Trümmer sind. Auch wenn ich sportlich wäre, traue ich meiner tiefen Wahrnehmung nicht so sehr.
Ich schätze, dass meine einzige andere Möglichkeit ist, nach einem der Luftschächte zu suchen. Einen Luftschacht zu finden ist einfacher gesagt als getan. Aufgrund der kaputten Lampen und weil ich generell vorsichtig sein muss, brauche ich etwa eine Stunde, um wirklich voranzukommen. Weil der Schacht, den ich finde, gerade so über dem Boden ist, muss ich wenigstens nicht auf etwas klettern. Da er teilweise von einem Holzpanel bedeckt ist, muss ich es entfernen, bevor ich sagen kann, ob ich ihn benutzen kann und rauskomme. Aber gerade als ich versuche, die Abdeckung abzunehmen, spüre ich in meiner Hand das Kribbeln eines elektrischen Stroms. Ich ziehe so schnell ich kann weg und stelle fest, dass ein gerissenes Kabel direkt neben dem Panel liegt. Fast sofort beginnt das Kabel an seinem Ende Funken auszustoßen. Das Kabel war bis vor einem Moment direkt außerhalb meines Sichtfeldes, halb verdeckt durch das Panel. Zum Glück habe ich außer eines Schreckens nichts weiter abbekommen und seufzte erleichtert auf. Verdammt, das war knapp. Hätte ich nicht so schnell reagiert, wäre das eine sehr böse Verbrennung gewesen. Danach zögere ich, alleine weiterzumachen. Ich habe keine Möglichkeit, eine Verletzung zu behandeln, vor allem keine schlimme. Was bedeutet... Ich überlege kurz, ob die Arbeit mit dem Russen besser ist, als die Möglichkeit, mir einen tödlichen Schlag zu verpassen, und komme zu dem Schluss, dass es das ist. Wenn ich Glück habe, braucht er mich für etwas und das erspart mir den Moment der Peinlichkeit. Ich beschließe, die Gelegenheit zu nutzen, um aus dem Anzug in meine Uniform zu wechseln. Sie ist ungefähr genauso schmutzig, aber viel bequemer. Ich würde mich vor dem Russen nicht umziehen wollen, das steht fest. Als ich zum Eingang zurückkehre, sehe ich, dass der Russe immer noch versucht, die Tür zu öffnen. Vergeblich. Jetzt hat er beide Hände an einer der Seiten und versucht, seine Finger in den kleinen Raum dazwischen der Wand zu stecken, um einen besseren Griff zu bekommen. Besser diese Tür als ich? Was? Er hält inne und dreht sich um. Er scheint genauso frustriert zu sein wie ich, also nehme ich an, es wird keinen besseren Zeitpunkt dafür geben. Hör zu. Ich habe die Baupläne dieses Ortes auswendig gelernt, aber ich kann mich nicht allein umsehen. Ich mache eine vage Geste in Richtung der beschädigten Seite meines Gesichts. Und es scheint, dass du auch nicht mehr sehr weit gekommen bist. Wir sollten zusammenarbeiten. Er sieht nicht sehr überzeugt aus. Die andere Möglichkeit ist, dass wir warten, bis meine Männer herausfinden, wo wir sind und ich dein Blut von meinem nagelneuen Diamanten reinigen muss. Und ich dein Blut von meinem... Achso. Es sei denn, du bist zuversichtlich, dass du selbst rauskommst oder dass dich jemand holt, bevor meine Handlanger dich erwischen. Es ist ein Bluff. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Handlanger bemerkt haben, dass ich es nicht rausgeschafft habe. Aber wenn es keinen einfachen Weg raus gibt, gibt es auch keinen einfachen Weg rein. Außerdem ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei auftaucht, und wenn der andere Mann wirklich ein Agent von Global war, werden sie auch hier sein. Der Russe schaut auf die Bühne, dann wieder zu mir zurück. Selbst aus dieser Entfernung kann man leicht erkennen, dass es kein Ort ist, an dem man einfach ziellos umherwandert. Na gut, aber wenn du etwas versuchst... Ich schaue weg und richte den Kragen meines Hemdes. Ja, ich weiß. Eine unnötige Gewaltdarstellung pro Tag ist genug. Von jetzt an werde ich jedes Mal, wenn du mich so ansiehst, annehmen, du stellst dir vor, du würdest mich erwürgen, okay? Seine Lippen verziehen sich leicht nach oben, als wollte er ein Lächeln erwidern. Es ist nur eine leichte Beleidigung. Wenn wir zusammenarbeiten, brauche ich etwas, wie ich dich nennen kann, außer der Russe. Er antwortet nicht. Ich habe nicht erwartet, dass er mir seinen echten Namen sagt, aber ein Pseudonym hätte gereicht. Oder auch nicht, wie du willst. Vielleicht ist es besser, wenn es so bleibt. Ich habe gehört, dass man sie nicht mehr los wird, wenn man ihnen einmal einen Namen gegeben hat. Das bringt mir ein Lächeln. Nein. Okay, du kannst mich Sergei nennen. Und anscheinend reicht es auch aus, einen Namen zu bekommen. In Ordnung, Sergei. Ich bin... Zyklop, ja, das habe ich gehört. Und es ist wieder unhöflich. Und ich bin etwas überrascht zu hören, dass er mir zugehört hat, als ich auf die Bühne gegangen bin. Jetzt geh voraus.